Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Raft mit... Hoppala, ich wollte gerade was trinken. Hab's weggeschüttet. Lol, falsche Taste. Ja, das kommt davon, wenn man einmal kurz Pause macht, dann geht schon nichts mehr. Ach, Käse. Naja, egal, ich muss sowieso zurück zum Schiffchen, zum Flößchen. Jetzt muss ich nur warten, boah, bis der Vogel was macht, oder kann ich schon selber? Ich glaube, das ist keine gute Idee, wenn ich hier rüber schwimme. Ich weiß nämlich gerade nicht. Ist das auch Schmutz? Ich glaube, das ist Ton, ne? Ich muss gerade schauen, wo unser Flößchen ist. Okay, es geht. Ist nicht so schlimm. Naja, der Vogel ist halt schlimm, aber sonst... Ja, der Hai. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hoppa. Ja, das war klar. Die Welle. Die Welle war nicht gut. So, gut, jetzt haben wir wieder hier. Bringen wir mal unsere Beute in Sicherheit. Das bisschen, was wir geschafft haben. Ja, Planken waren halt wichtig. 5 Stück habe ich jetzt. Hurra. Das war jetzt wirklich nicht allzu viel, aber naja. Ich muss mich ja sowieso stärken, also ist eh wurscht. So, zack, zack. Salzwasser und zack, zack. Sehr gut, dann füllen wir... Oh, da ist auch schon leer. Okay, nochmal. Zack, zack, zack. So, dann hat das derweil Zeit. Gut. Wir haben jetzt 5 Planken. Das ist nicht viel, aber vielleicht reicht es ja schon für eine Schaufel. Nein, wieder um eine zu wenig. Ich ludel mich an. Entschuldigung, die Wortwahl, aber das ist echt nicht normal. Ah. Haha, nichts erwischt. Würdest du jetzt raufgehen, da Herrschaftszeiten? Oh, jetzt ist sie fertig, Gott sei Dank. Passt, schnell runter, weil da kommt schon wieder. Huh. So. So. Metallbahn und Bolzen habe ich. Wie brauche ich es für die Schere? Metallbahn, das geht auch. Okay, das ist nicht so schlimm. Habe ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Das heißt, ich kann hier... Ich darf nicht zu verschwenderisch sein, das ist schon genug. Eine einzige Planke, hier. Und gleich eine Schüssel. Und gleich essen am besten. So, weil wir sind hungrig. Und dann machen wir uns gleich... nochmal so ein Welsgericht, würde ich vorschlagen. Mit einer Kartoffel... Kartoffel und einer Rübe, weil die Schwammerl haben wir da. Dadurch aber 2 schon mal weg. So. Genau, machen wir uns nochmal diesen Wels. So. Das ist, glaube ich... Na, Kokosnuss brauche ich nicht. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. So. Und die Kartoffel. Das kann ich schon auswendig, das Rezept. Wer hätte das gedacht? So. Gut. Das zu dem. Darf ich keine Planke mehr verschwenden. Genau. Wegen Schaufel. So, Metall und Bolzen. Inzwischen kocht das eh. So, inzwischen ist auch wieder dunkel geworden mit D. So, also, ich brauche einen Bolzen, einen Metallbarren und dann haben wir die Schaufel. Hierfür brauche ich einen Metallbahn, eine Scharnier, mal zur Abwechslung, das freut mich. Ja, weil man es halt, ne, weil man die 2 Scheren braucht. Und 2-mal Schrott, das haben wir auch. 1-mal, 2-mal herstellen. Sehr gut. Ich glaube nicht, dass man bei der Ziege, wenn man wahrscheinlich, hat auch nicht funktioniert, wenn man es nicht fangen, wenn man es nicht gefangen hat, hatte, konnte man keine Milch haben. Also jetzt denke ich mal auch mit der Schere nichts. Wenn man hier... Ich meine, hier wird wieder die Ziege sein, denke ich mal. Also packe ich die Schere gleich weg, weil bringt sie ja eh nichts derweil. Aber die Schaufel brauche ich. Und noch eine Axt wäre schön. Was brauche ich hierfür? Bolzen, Schrott, Seil und Planken. Was habe ich nicht mehr? Richtig. Aber ich könnte mir eventuell noch eine holen. Das war ein Schuss in den Ofen.
Was brauche ich hierfür? 6 Planken auch. Das ist eine Frechheit. 6 Planken. Echt. Für so ein Stäbchen. Okay. Jetzt habe ich gar keine Planke mehr. Egal, ich will eh nur mehr den Dreck haben. Dann kann ich auch die Planke verbraten, ist wurscht. Ich will ja nur mehr den Schmutz haben, dann hauen wir auch schon wieder ab. Weil mir hilft das sonst nichts. Weil ich brauche ja... Ich bräuchte ja 15 Planken für was Bestimmtes. So. Also ich kann sie mir hier jetzt so zusammenfarben, aber das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Na. Eine einzige, ja. Ich werde wohl hoffentlich nochmal hierher kommen. So. Hüpf. Habe ich eine Stirnlampe mit? Nein. Jetzt ist es etwas zu dunkel für euch, fürchte ich. Aber ich gehe jetzt sowieso nur mehr Schmutz farmen und dann haue ich eh schon wieder ab hier. So, eine Schaufel für mich, eine Schaufel für dich. So. Dann hier rein. Eine Schaufel für mich. Zack, eine Schaufel für dich. Schade ist jetzt wegen dem Wildschwein, ne? Das wäre noch cool gewesen mitzunehmen. Vielleicht haben wir ja noch Glück. Ich muss warten. Kommt er? Kommt er nicht. Ich glaube, jetzt holt er sich ein Steinchen. So, da ist jetzt nichts mehr. Passt. Ich will es nicht riskieren mit dem Wildschwein, ohne dass ich jetzt meine Beute und meine Schaufel in Sicherheit bringe. Dass ich echt nur mehr den Bogen verliere, im schlimmsten Fall. Ah, so traurig. So, Planke habe ich eine einzige. Hilft nichts. Ah, hier könnte ich noch den Ton mitnehmen. Passt, fertig. Weil irgendwas anderes da unten wird es wohl nicht geben, oder? Erze oder so, ich tauche mal ein Stück. Schau mich nur grob um. Na, schaut nicht aus, dass es hier irgendwas... Au! So, irgendwas von Wert gibt. So, und Sicherheit. Auch wenn wir beschossen werden, ist es trotzdem einigermaßen sicher. Den Schmutz tun wir wieder auf die Seite, wobei ich dann bei passender Gelegenheit daraus gleich was basteln werde. Nämlich noch mehr von den Wiesen. Und ich würde sagen, wir rauschen ab, weil ist eh schon gefährlich hier. So. Hauen wir einfach ab. Und gut, das Segel setzen noch irgendwo hin. Ja. Gut. Das zu dem. Eine einzige Planke haue ich noch hier rein. Werden wir jetzt bald was bekommen, hoffentlich. Ich hoffe, dass wir hier wegkommen. So, vielleicht. Vielleicht den noch dazuschalten. Wow, super, jetzt ist da immer, jetzt ist da wieder ein Loch. Dieser Hai macht mich fertig. Ich wollte gerade Richtung wechseln. Oder ich schalte ihn da mal aus. Pff, Alter. Dieses Viech, ne? Was war das? Dieses Viech macht mich fertig. So. Rein damit. Das nehme ich mit. Für eine zweite Flasche dann. Da brauche ich ja noch 3 Clipper. Genau. Also in dem Fall nur mehr 2. Zack und zack.
fällt mir ein, fischen könnte man ja eigentlich tatsächlich auch mal wieder. Jetzt sind wir eh sowieso auf eine längere Reise und ich brauche eh Welse für den genialen, super coolen Eintopf, ne? Eigentlich könnte man mal wieder so, wenn wir auf Reisen sind, eine kleine Angelsession machen. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. So, dann würde ich sagen, Petri, heil! So, ich verstecke mich auch schön darunter, dass ich nicht eine auf die Rübe krieg. Ja, passiert in dem Spiel schon mal. Das mit dem Lenkrad ist noch immer nichts geworden, weil ich keine Planken habe. Ich hoffe, ich kriege jetzt dann bald welche. Also auf jeden Fall oben dann, wenn wir die Bäumchen noch dann auch noch plätten, sobald ich mir eine Axt bauen kann, dann wird es schon wieder. Irgendwie. Ich hoffe noch, dass ich nochmal so eine Insel finde, so eine coole, wo wir so viele Metallbahnen bekommen haben, also Erze. Das wäre super. Ein Hering. Na, 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 na. Ach so, wenn man mehrere baut, weil ich das hier gerade sehe. Kann es sein, wenn man mehrere Motoren baut, dass man dann einen Effekt hat? Oder besser gesagt, den gewünschten Effekt, dass man dann schneller vorankommt, wenn man hier einen hat und da drüben? Dann werde ich aber hinten einen Spitz machen und dann die Maschinen links und rechts. Das ist eine Idee. Ich Trottel, auf das bin ich gar nicht gekommen. Das ist natürlich eine Idee. Komme ich überhaupt weg? Irgendwie komme ich hier gar nicht weg. Warte mal kurz. Was machen Sie denn? Boah, ich muss mich verstecken. So. Rohrwels, würdest du jetzt bitte Segel? Ich hasse dieses Segel. Geht das? Ich will hier weg. Jetzt bewegen wir uns. Na bitte. Ich dachte schon, gibt's ja nicht. So. Hör auf damit. Gut. Das zu dem. So, ich fische da mal noch ein bisschen. Jetzt sind wir da ein bisschen Proviant haben. Mann, jetzt habe ich mich erschrocken, ey. Wieso dreht sich der jetzt so komisch? Naja, ist vielleicht auch nicht so schlecht. Wow, jetzt kratze ich mich einmal bei der Nase und dann beißt der Fisch an. Ich hasse dich. Mein armes Floß. Ich habe hier irgendwie das Gefühl, dass ich hier nie mehr wegkomme. Was macht unser Floß? Das Ausparken ist gar nicht so einfach. Da geht es mit dem Auto besser. Das ist wieder so blöd, dass ich lachen muss, echt. So. Wow. So, und jetzt bitte in die Richtung. Unfassbar. So. Jetzt haben wir bald Planknot hier. Ich glaube, ich schalte den Motor noch ein bisschen dazu, dass es ein bisschen schneller geht. Ich hoffe halt, dass das klappt. Aber ich verstehe schon. Beidseitig, wenn man hat, also zwei von denen, dann geht das sicher schneller.
Muss ich mir merken. Dass man hier links und rechts einen hat. Ne? Dann werde ich hier so einen Spitz davor machen. Dann kann der besser antreiben. Dann verstehe ich auch das mit der Richtung. Wenn man dann auf vier Seiten einen hat, kann man wirklich die Richtung machen wahrscheinlich. Ist sogar schon fast nachvollziehbar. Oh, ich bin hungrig. Habe ich noch was drinnen? Nein. Gut, dann gehen wir mal essen. Jetzt kriegen wir auch endlich Müll. Das Vogelfisch scheint sich auch verpisst zu haben. Gott sei Dank. So, dann mache ich hier mal kurz Platz. So. Für mein lecker Nom Nom Nom. So, dann hauen wir das mal weg. Also in den Bauch, ne? So, Mahlzeit. Meine Rettung. Ich glaube, er greift nicht mehr... Da habe ich mich vor der Möwe erschreckt. Da oben fliegt er. Wir sind, glaube ich, tatsächlich weit genug weg. Gut, das heißt, ich kann hier jetzt da in aller Ruhe mich meinen Bäumchen widmen. Achso, geht noch nicht. Ich habe zwar nicht Planken. Für was? Eine Axt. Das ist so übel. So übel. Aber jetzt kriegen wir eh Müll. Das wird schon werden. Schauen wir gleich. Vielleicht habe ich ja schon was Brauchbares bekommen. Ja. Das sind schon die ersten Planken. Wird ja. Sehr gut, sehr gut. So. Wir haben schon 6 Planken, das ist super. Das heißt, ich kann mir theoretisch eine Metallaxt bauen. Nein, nicht theoretisch, überhaupt nicht. Da fehlen noch 2. Muss ich noch ein bisschen warten. Dann hole ich mir halt das Fass. Oh, oder auch nicht. Aber jetzt. So, ja. Kartoffelschrott und eine Planke. Das ist zu wenig. Was hat er denn jetzt schon wieder? Also sie. Ist schon wieder durstig. So, bitteschön. Sauf den an. So. Das Überleben auf dem Floß ist nicht so leicht. Es ist recht schwierig. Wer hätte das gedacht? So, jetzt aber. Eine Metallaxt. Da brauche ich jetzt noch die Seile. Machen wir das so. Ich hebe die Seile auf. So. Dann... Ich habe ein Fischproblem. Jetzt fehlt mir noch ein Schrott. Und ein Bolzen. Dann mache ich das kurz so. Jetzt habe ich schon meine gesamten Bolzen bald verbraucht. Unfassbar. Und das Seil, was ich weggetan habe, ich Trottel, brauche ich jetzt. Jetzt was. Zack. So ist schon besser. So ist es schon besser. Jetzt kann ich oben meine Palmen, also meine Bäume fällen. Und habe dann wieder ein bisschen mehr Planke. So. So. Sehr gut. Einmal anpflanzen. Zweimal anpflanzen. Palmblatt. Brauche ich jetzt nicht zwingend. So. Der Regen wird wohl bald kommen. Dann passt das auch. Planken habe ich jetzt 9. Dann esse ich noch schnell die Mango weg. So, dann... Was fehlt mir jetzt noch zu meinem Glück? Bogen habe ich, Pfeile habe ich, Speer habe ich, Axt habe ich, Angel habe ich, die Schere ist unten drin, die Schaufel habe ich auch. Genau, der fehlt mir jetzt noch. Da fehlen mir jetzt noch ein paar Planken. Dann hätte ich den auch. Genau.
Hü-hüpf und Hü-hüpf. So, wie schauen wir aus? Da schaut es aus. Schon komplett zerlegt, mein armes Floß. Ach Gottchen. Ah, da haben wir sehr viele Planken. Das ist sehr gut. So. Dann kann ich mir den jetzt auch bauen. Dazu. Wie viele Planken habe ich? Genug. So. Immer noch genug. Gehe ich mal kurz rauf. Und werfe hier noch schnell ein paar Planken rein. So, hier auf den Grill haue ich gleich mal ein paar Makrelen. Dann habe ich wieder Platz. Den Rest bunkere ich wieder. Der Wels. Das Zeug. Der da. Das da. Das kommt hier hin. Ja, die Kartoffel kommt darüber. So, dann hätten wir das schon mal. Genau. So, da kocht schön fein vor sich hin. Passt, genau. Ja, jetzt brauchen wir noch das Lenkrad, ne? Lenkrad brauchen wir, also Planken sowieso ohne Ende. Am besten ohne Ende Planken. Boah. So, mal kurz farmen nochmal. So, jetzt müsste der hier schon bald klappen. Brauche ich noch einen Bolzen und Seil, wie gesagt. Oh, warte. Es kommt alles gleichzeitig. So, zack, 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 zack. Passt. Also, nochmal einen Bolzen. Dann brauche ich meine Seile. Und ich kann den schon herstellen. Passt. Puh, jetzt habe ich wieder einigermaßen alles beisammen. Gut. Und die nächste Insel. Bitte aufhören. Bitte die... Nein. Die Richtung ändern. Hier rüber. Bisher noch so. Und mein Paddel noch. Dann können wir hier vielleicht nochmal Metallerze abstauben. Das wäre optimal. Ein paar Planken gibt es sowieso. Und dann werden wir uns da wieder ein weiteres Mal auf die großen Inseln wagen, ne? Ja. Natürlich geht das ein. Die Battle. So. So, schön parken. Bitte die Dings. Du kannst mal einfahren dabei. So. Gut. Gut. Ach, jetzt bleibe ich natürlich wieder stecken. Mistviech. Gut. Hier haben wir eine gute Insel, glaube ich. Ich gehe nochmal. Wird es jetzt hell oder dunkel? Ich probiere mal schlafen zu gehen. Passt. Und dann werden wir ganz schnell die Insel hier plündern und dann werden wir versuchen, anständig zu spielen. Zum 100. Mal. Ich lache mich eh schon selber aus. Was soll's? Ja. Ich armer Tropf. So. Meine Metallaxt. Zu essen, zu trinken. Zu trinken vielleicht noch. So, zum Essen habe ich eh nichts mit. Ich glaube, das geht sich aus, bis wir zurück sind. So, weil es eh nur eine kleine Insel unterwegs gibt. Sicher ein paar Millionchen und Ananas zum Essen. Und Kokosnuss habe ich auch schon eine. Also werde ich nicht komplett sterben. Normalerweise. Ja. Mit etwas Glück. So, Melonen haben wir jetzt schon mal. Hier im Wassergraben ist nichts Wichtiges. Zack, zack. Die nächsten Planken
gehören uns. Die nehmen wir auch mit. Sehr gut. Die Ananas nehmen wir mit. So. Hier oben ist nichts, ne? Nein. Gut, dann hätten wir das soweit. Dann verknuspern wir noch schnell die Wassermelone. Werden uns wieder dem Hai entgegenstellen. Auch hier noch die Mango ganz fix. Jo. Die nehme ich als Reserve. Gut. Dann mal zurück. Hoppdihopp. Zum Floß. Dann mal kurz hier hoch. Dann werden wir... Was werde ich machen? Was wollte ich machen? Die Sämlinge wollte ich wegtun. So. So. Und so. Genau. Da mache ich auch kurz Platz. So kann ich das machen. Und so. Und jetzt können wir noch den Hai umhauen und dann werden wir im nächsten Part noch schnell schauen, dass wir viel Erze kriegen. Da unten sehe ich schon eins. Also viel Metallerz und jo. Dann probiere ich wieder mein Glück auf einer großen Insel. Au! Oh, das war gemein. Du Mistviech. Komm nur zurück. Da sind haufenweise Erze da drüben auch, schau mal. Jetzt machen wir zuerst den Hai kaputt. Au. Oder macht uns kaputt, wenn ich so weitermache. Was soll denn das? Konzentrier dich, Zocki. Zack. Und nochmal. Bisschen Luft holen inzwischen. So, wieder konzentrieren. So, zweimal getroffen. Sehr gut. Ein weiteres Mal. Sehr gut. So, Vorsicht. Und zack. Immer noch nicht tot. Jawohl, jetzt ist aber gleich erledigt. Jawohl, sehr gut. Eins, zwei, drei, vier. So, passt. Sehr fein. Gleich ausrüsten und gleich tauchen gehen. Jetzt sieht man sie schön, die Erze. Haben wir schon wieder drei Stück. Da drüben sind die nächsten drei. Wow, das ist Kupfer jetzt, ne? Aber hier. Metall, 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 Metall und Seetang. Und Seetang und Seetang. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Geben Sie mir Seetang. Ich brauche mehr. Vielen Dank. So. Dann hier war, glaube ich, Kupfer. Du bist Kupfer, ne? Na, auch Metall. Holla, die Waldfee. Das war jetzt ein Stein. Mal Luft holen inzwischen. Da war da drüben auch noch was. So, wo war das hier? Dann ist das auch noch Metall. Ich dachte, das wäre Kupfer. Ich trottel. Ist das alles Metallerz? Schaut so farblich anders aus. Schrott auch noch ein bisschen. Dann. Kupfer haben wir jetzt. Das war jetzt Kupfer, genau. Dann schaue ich hier drüben noch schnell. Da ist nichts versteckt. Den Ton muss ich mitnehmen. Da noch ein bisschen Schrott. Da wäre noch Ton. Und Schrott. Noch mehr Schrott. Ich weiß, Metall hat jetzt Vorrang zwar, aber ich muss mal kurz hier noch ein bisschen aufräumen. Ich glaube, ich werde die Insel dann noch schnell fertig plündern. Dass wir im nächsten Part uns dann wieder auf die Socken machen können, glaube ich. Weil wie das Plündern geht, wisst ihr eh. Das habt ihr jetzt eh schon ein paar Mal anschauen dürfen, müssen. So. Hier drüben dann noch ein Stück.
Und dann passt das schon. So. Seetang noch mitnehmen, genau. Das loote ich noch alles weg. Und dann hätten wir es schon wieder. Da hast du noch zwei schöne Trümmer. Ich glaube, der Hai kommt wieder. Zumindest wird es nicht lange dauern. So, hier noch. Da drüben wäre noch eine Möglichkeit. Alter Schwede, was ist denn da los hier jetzt? Ja, ja, das sind noch zwei Stück. Unglaublich. Und Seetang noch einen Haufen. Ja, da haben wir dann einiges zum Arbeiten noch. Zum Verarbeiten vor allem. Jo, nochmal Luft holen. Da ist noch ein bisschen was. Alter Schwede. Sogar mehr als beim letzten Durchgang. Schon fast ein ganzes Deck. So lobe ich mir das. Ah, ich glaube, jetzt kommt dann der Hai. Oder hört sich das jetzt nur so komisch an? Wow. Oder hört sich das jetzt nur so komisch an wegen den Wellen, die hier sind? So, ein bisschen Schrott noch mitnehmen. Ich glaube, das ist der Wellengang. Ich glaube auch, dass wir hier fertig sind. Das war jetzt eh eine ordentliche Ausbeute. Und dann werde ich das schnell mal verarbeiten, nebenbei. Bis zum nächsten Part, glaube ich. Und dann werden wir uns wieder auf die Socken machen. Na gut, ihr Lieben. Kann man, glaube ich, stehen lassen so. Der Rest ist Kupfer, den lasse ich. Ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!